MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Was geht ab, meine lieben Freunde? CZMX, Kriegs am Start. Und heute habe ich mal wieder einen richtig krassen RP-Trick für euch mitgebracht. Und diesen ganzen Trick habe ich bei meinem YouTube-Kollegen Zeddy gesehen. Er steht auch kurz vor den 10.000 Abonnenten. Ich will, dass ihr jetzt Pause drückt, zu ihm rüber geht auf seinen Kanal und direkt auf Abonnieren drückt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung und oben rechts in der Infocard. Ich warte jetzt, bis ihr ihn abonniert habt. Solange ihr jetzt rüber geht, hole ich mir gerade mal einen Kaffee. Also auf jeden Fall bis gleich. So, ich bin nochmal wieder da. Oh, ihr habt ja immer noch nicht abonniert. Naja, dann hole ich mir noch was zu essen. Bis gleich. Nee, Spaß beiseite, Leute. Helft Zeddy auf jeden Fall, dass er heute noch die 10.000 Abos kriegt und schreibt auf jeden Fall unter seine Videos Hashtag Kriegs, damit er auf jeden Fall auch Bescheid weiß, von wo die ganzen Abonnenten plötzlich kommen. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt mit dem RP-Trick an und als erstes braucht ihr auf jeden Fall eine Yacht, sonst wird diese ganze Sache nicht funktionieren. Und eure Yacht muss sich auf dieser Position hier befinden, also im Prinzip in der Nähe der Militärbasis. Wenn eure Yacht nicht in der Nähe der Militärbasis ist, könnt ihr die über euren Kapitän umstellen. Und als zweite Voraussetzung müsst ihr beachten, dass ihr in einer öffentlichen Lobby seid, also in einer Lobby, in der ihr eure CEO-Aufträge starten könnt. Wenn ihr jetzt beide Voraussetzungen erfüllt habt, müsst ihr natürlich auf eurer Yacht sein und dort startet ihr dann die CEO-Mission Piratenabwehr. Es ist jetzt so, wenn ihr in dieser Piratenabwehr-Mission seid, könnt ihr in der Nähe eurer Yacht keine Sterne bekommen. Und das nutzen wir für diesen RP-Trick aus. Und jetzt ist es logisch, warum wir unsere Yacht neben der Militärbasis parken mussten. Denn wenn ihr diese Mission gestartet habt, steigt ihr in euren Helikopter ein und fliegt über die Militärbasis und ihr kriegt automatisch 4 Sterne. Und jetzt fliegt ihr einfach wieder zu eurer Yacht zurück und schon sind die Sterne weg und ihr bekommt einfach RP dafür, so als ob ihr die Polizisten einfach abgehängt hättet. Und ihr bekommt auch nicht wenig RP dafür, ich glaube ihr bekommt etwa 400 RP dafür, dass ihr einmal die Polizisten abgehängt habt. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit machen, das heißt ihr fliegt so wie ich das hier im Video zeige, einfach kleine Kreise zwischen Militärbasis und eurer Yacht. Und ihr bekommt dann jedes Mal 400 RP dafür. Das könnt ihr jetzt 10 Minuten lang machen, also im Prinzip so lange, wie diese Piratenabwehrmission dauert. Und danach könnt ihr einfach die Mission wieder starten, wenn ihr Bock habt, und könnt diese ganze Sache von neu machen. Für die einen oder anderen, die noch ein recht kleines Level sind, aber für das neue Update 1.36 ein höheres Level sein wollen, ist diese Methode auf jeden Fall richtig gut und kommt gerade recht kurz vor diesem Update. Also auf jeden Fall nutzt diesen Trick, solange er noch funktioniert. Er wird wahrscheinlich auch noch im 1.36 Patch funktionieren, aber ich bin mir nicht sicher, macht es einfach, solange es noch geht. Und das war es auch schon wieder mit dem Video gewesen, meine Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einfach mal ein Like da und ein Abo, falls ihr neu auf meinem Kanal seid. Außerdem checkt mal meine Social Media Links ab, Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und wenn ihr jetzt in die Mitte des Videos klickt, werdet ihr auf das letzte Video weitergeleitet. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ciao.